Willkommen zurück in Greedfall, dem Spiel, was wahrscheinlich gleich vorbei ist, je nachdem, wie schnell es läuft. Ich werde gerade darauf hingewiesen, dass zukünftig das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe per Handy vor Drohnen und sich ausbreitenden Notfällen Katastrophen warnt. Zur Dingsbums. Zur Testzwecken wird dafür am 8.12. ab 11 Uhr bundesweit eine Probealarmbus geben. Das ist übrigens Cell Broadcast. Technisch ist es so, das ist das, was schon Ewigkeiten im Mobilfunkprotokoll drin ist. Nur es wurde bis dato nicht verwendet, weil Baum. Ja, und das ist eigentlich eine voll coole Technologie. Weil, aber hätten wir ja schon lange machen können, machen wir bloß nicht. Das heißt, was mich daran stört, ist, dass man es gar nicht stumm schalten kann. Naja gut, okay, wir haben eigentlich nur noch eine Quest. Wir müssen Konstantin über das Heiligtum informieren. Und wahrscheinlich gleich rausfinden, dass Konstantin sich mal volles mit reingelangt hat bei Onol Milfrichtenim. Und wahrscheinlich so einiges Chaos macht. Da kann ich mit meinem Blättern darüber noch reden, über das Thema eigentlich. Karanz, do you need something? Naja, okay, gut. I must leave you. Also wir können das auch gar nicht besprechen, Jäger. Das stört mich echt, dass ich die aktuellen Geschehnisse nicht mit meinen Begleitern besprechen kann. Na gut, dann reisen wir zu unserem Wohnsitz. Was soll schon schief gehen? Das heißt, wir möchten jetzt nachts noch was machen. Ja, wahrscheinlich kommt das nur noch der Endkopf und unser guter, geliebter Cousin wird jetzt irgendwie zum riesen verderbten Adaik und das war's dann, oder? Ja, nicht an sich. Gucken wir mal. Ich glaube, ich brauche auch nicht mehr anfangen, irgendwelche Sachen zu machen. Das ist, glaube ich, jetzt... Wir sind jetzt, also ich denke mal, wir sind jetzt kurz vor Ende, oder wir sind jetzt am Ende des Endes. Das, wenn wir jetzt hier in die Bude reingehen, das ist jetzt hier nur noch abspielt die Ereignisse und dann war es das gewesen. Mit dem, was sein soll, was war und was sein wird. Und wenn ich meine, Online befristet hat gesagt hier, dass Konstantin nimmt, ohne zu geben. Und ich würde vermuten, dass sich seine Krankheit, dass das zwar den Maliko heilt, aber dass eigentlich der Effekt viel schlimmer ist, oder dass er mit aber ein ganzer Baum ist. Sehen wir ja gleich. Bis jetzt warten es noch keiner von den Wachen. Okay, er steht einfach nur so da. Aber wer seid ihr? My dearest cousin, I'm so glad to see you. You are right on time. We have visitors and your advice would be most welcome. Let me introduce you to the emissaries of the Bridge Alliance and Teleme. Seeing them both in the same room is rather surprising, isn't it? But please, your excellencies, explain to us what brought you here. Sire, I have come to humbly request your help. We have been sustaining terrible attacks. Really? Are the natives behind this again? Unless it is those traitors of the guard. We aren't sure, but it is almost certain that the natives are involved. Governor Burren is hoping that you could send him your cousin, as well as some troops. It would seem that we are in a similar situation, sire. Our city has been sustaining terribly violent assaults, and our losses are great. Our mother cardinal is begging you to send her some help as soon as possible. Oh, dear allies, knowing that you are in such a delicate situation fills me with sorrow. However, the size of our troops has greatly reduced after the horrific attempt at a coup. Regarding sending my cousin, he's already very busy undertaking a mission of the utmost importance. Without even mentioning the fact that what you describe fills me with fear for his life, which is most precious to me. No. I really don't see how I could be of assistance to you. Constantine, we cannot remain deaf to the call of our allies. I'm sure I can find time to go and evaluate the situation. I would love to accompany you, but my people are being wrongfully accused. I am certain of it, and I want to prove it. Very well, my dear. You know I cannot refuse you anything, but remember how urgent it is for this antidote to be found. We are so close to it now. Don't worry about it. You know how important this mission is to me. Well, this audience is coming to an end. Your Excellencies, inform your governors of my cousin's arrival. I hope that you realize how grateful you should be to him. Absolutely, sire. And we thank you both for receiving us. May the Enlightened always keep you in his divine blessing. Okay. Es ist jetzt nicht ganz so gelaufen, wie ich ursprünglich dachte.
Tja, da muss ich mal gucken, wie das hier die Phase ist. Also die beiden Gesandten sagen, dass sowohl Hikmet als auch San Mateos irgendwie heftige Angriffe haben, dass sie große Verluste haben, dass sie Hilfe brauchen. Und vor allen Dingen wollen sie die Hilfe explizit des Sade. Und Siora würde auch gerne helfen, weil sie hat das Gefühl, dass ihre Leute irgendwie zu Unrecht beschuldigt werden. Das findet sie nicht gut. Wir haben übrigens in der Region Quenvar zwei Punkte vergessen. Muss ich mal zu Sir Corsillon, ob ich das irgendwie abholen kann. Und die Seraphettin-Ding habe ich auch welche vergessen. Naja. Aber jetzt informiert und aber Konstantin meint, ja, nee, wir haben leider ganz wenig Truppen. Und wir können da, also mein Cousin, der ist ja auch sehr beschäftigt gerade. Der hat gerade eine wichtigste Information. Außerdem fürchte ich um sein Leben. Und das ist mir wirklich sehr wichtig. Plus ein bisschen diplomatisches, so hochgetiegeltes Dingsbums, ein bisschen übertrieben. Und dann haben wir gesagt, naja, wir können uns das ja mal angucken und dann, ja, Dings. So, dann reden wir aber erstmal mit ihm hier, dass er mehr gibt als nimmt. Das ist irgendwie der interessantere Teil, oder? Constantine, my dear cousin. I'm always happy to see you. What news do you bring? Also, ich habe Onno Mifrichtinim getroffen. Ach so, schreibt man den. Ich habe mal Onno Mifrichtinim geschrieben. Naja. I finally managed to enter the sanctuary at the heart of the island. And I was able to talk with Enon Mifrichtinim. How marvelous! Tell me about it. The sanctuary is heavily protected. Only a high king can open it. I remember you saying that Vimbar's death wasn't going to help us. How did you fix this problem? I had to interfere in the natives' elections and earn the trust of the pretender who seemed to be the best choice. You really are an outstanding diplomat. My father is an old, bitter man, but he was right about you. Tell me, who did you choose? Dunkus. He's the king of the village of Vigigador. And a Dunagad full of wisdom. I'm certain that you have made the right choice. And then what did you do? I was able to enter the sanctuary. It was an incredible experience. It had to be. Oh, how I envy you. Entering the most secret places on this island, talking to a god. What does he look like? Is he some kind of very old and very powerful Dunagad? No. In fact, I spoke to an extremely large tree. As strange as it may sound. Fascinating. And I thought that gods were always old bearded men. Did he tell you where the Malachor was coming from? Is it a curse that he cast upon the first settlers? No. According to him, we are responsible for the emergence of the Malachor. By exploiting the earth so much, we have poisoned it. And the disease has contaminated us through the water that we drink and the plants that we eat. Strange, and yet it seems plausible. So there wouldn't be an antidote. He says that the earth can be healed, that his children know how to do it. I suppose he was talking about the Donegada. He also said that by healing the earth, we would heal those who live on it. This is a fascinating revelation. It won't be easy for our neighbors to accept it, however. I'm afraid that even my father might receive it with skepticism. Did he tell you anything else? Ja, hallo McMillan. Siehst du, mir fällt gerade so auf, ich habe was vergessen. Also, wir haben quasi nochmal wiedergegeben, dass das, also, das, Konstantin hat lustigerweise darauf reingespielt, dass er gedacht hätte, dass Götter immer alte, bärtige Männer sind, was irgendwie auch irgendwie ein Weltbild ist. Naja, und auf jeden Fall war faszinierend, dass es sich einfach nur um einen Baum handelt. Und dann haben wir natürlich gesagt, dass das Land selbst vergiftet ist und dass es halt, man muss das Land halt heilen. Und er meinte, das ist sehr faszinierend, aber es könnte schwierig sein, das unser Verbündeten beizubringen, geschweige denn seinen Vater. Und dann hat er gefragt, ob er noch was gesagt hat. Und ich sag ihn jetzt einfach mal das ganze Ding. Und guck mal, wo ich denn lande. Yes. Something rather disturbing. He talked about you. He said his existence was in danger because of you. Really? But that doesn't make any sense. I never hurt anybody on this island. Unlike our neighbors, I have never abducted or tried to convert islanders. I don't think that's what he was referring to. Cousin, please, you know me. I have made some mistakes, but I never threatened anybody. The only person who I put in danger is you. And you know how sorry I am about that. Yes, I do know. Forget about it, will you? This god manifestly wants us to pay for the sins of our fathers and to have his revenge for the invasion. By sowing the seeds of discord between us, he's probably hoping to weaken us. Do you realize that you have succeeded where everyone else has failed? The whole continent should be thanking you. Is there anything you would like to tell me? Ich überlege gerade, ob ich nochmal lade. Weil das Ding ist... I must take my leave. Take care.
Also das, also er meint halt, dass der Baum versucht, irgendwie einen Spalt zwischen uns beiden zu schieben, dass er lügt und dass es. Und der hat nämlich gar nicht ausreden lassen mit dem Dings, weil er meint, er hat noch nie jemanden bedroht und da hat er noch nie jemanden entführt, dass die anderen das alle waren. Aber das ist ja nicht, was Onna Mifritinim gesagt hat. Ich glaube, es ist taktisch klüger, das nicht zu sagen. Ich sag das mal nicht. Und dann gucken wir mal, wie es dann läuft. Das, ich glaube, das ist die Varietät, mit der ich besser leben kann. Dass er so komplett abweisend darauf reagiert, war jetzt ja fast schon enttäuschend, ne? Constantine, my dick. So, Wasser, also Warnung von dem Verschweigen? No. But it's true that the conversation ended abruptly. An intruder had managed to sneak into the sanctuary, and we had to flee to evade the wrath of its guardians. An intruder, you say? Then I guess this sanctuary isn't that heavily protected. Your work really is exemplary. The entire continent should be thanking you. Is there anything you would like to tell me? Ah ja. Jetzt aber, dass es ein Eindringling gibt. Und er hat daraus rausgehört, dass das doch nicht so gut bewacht ist, wenn es ein Eindringling gegeben hat. Also, naja, das ist aber nicht das, was wir gesagt haben. Was wir gesagt haben. Ach, ich wollte noch zur Kostelung. Was wir gesagt haben, ist eigentlich, dass es ein Eindringling gab und dass wir fliehen mussten, weil die Wachen da waren. Ich glaube, bei Bottom im echten Leben. Da gibt es einen Film für. Mehr als einen wahrscheinlich, glaube ich sogar. Uah. Eckenrennen. Hui. Irgendwie kommt mir alles ein bisschen schneller vor als sonst. So, kann ich bei ihm irgendwas abgeben von dieser Quest? Sir de Corsillon. The sad day, my young. So, Professor Seraphit Devlin, Lager. The mission you entrusted me with has made... Very well. Let's good. You have traveled great distances. And the Terra Incognita will soon be but a distant memory. Keep doing what you're doing, Desade. Can your old professor still prove himself useful? Naja, okay, er sagt ja, ich habe einige Lage gemacht, aber ich soll weitermachen. I found some notes which were lost by professor... Investigating such gigantic creatures. Indeed. Unfortunately, we... Ah, ich habe seine Leiche gefunden. Oh, poor man. I will make sure I share the... This research is fascinating, but some sheets are missing. Keep can your old professor still... Okay, gut, das, Looking forward to... Okay, also das ist, müsstest du es vollständig fertig machen mit den Lagern finden. Und so wie wir es jetzt gemacht haben, reicht es halt nicht. Naja, gut, okay. Das mit Konstantin war jetzt doch nicht ganz so eindeutig. Ich hätte so wie erwartet, dass das jetzt hier die halbe Kammer schon mit einem Baum voll ist oder dass irgendwie anders nach der Macht greift. Naja, gut. Dann kümmern wir uns erstmal um das andere Ding. Und schauen anscheinend in den Seitenorten, warum es sich irgendwie voller anfühlt wie eine Ablenkung. Die werden angegriffen. Von wem denn? Ja, wahrscheinlich von Dunkas. Ich meine, Dunkas hat gesagt, er will den Respekt beibringen. Und ich hab gesagt, ja, das machen wir so. Ich habe irgendwie gedacht, dass es jetzt noch ewig weitergeht, weil hier gibt es ja irgendwo noch die diplomatischen Vertretungen, die stehen doch hier auch, oder nicht? It's blocked. Genau, weil hier ist nämlich die Telemir-Vertretung und hier auf der anderen Seite ist nämlich die von. Ne, das hier ist Telemir, das andere war. It's blocked. Aber das wurde anscheinend nie eingeführt, der Teil des Spiels, weil das exakt das gleiche Gebäude ist wie das da. Das ist eigentlich schon ziemlich lame, dass sie nicht mal irgendwie so drei, vier verschiedene Gebäudemodelle gebaut haben. Na gut, dann reisen wir halt direkt mal nach Hikmet und gucken uns an, was die Phase ist. Ja, reisen wir jetzt erst nach Hikmet. Das, schauen wir da einfach mal. Was der gute Mann zu sagen hat. Ich meine, nachdem die uns sowieso schon schlecht gelaunt waren, die Typen, nach dem letzten Aktion, weil er auch sofort die Propaganda von The Wasp geglaubt hat. Weiß nicht, ob die mich eh noch sehen werden. Weil hier habe ich überhaupt kein großes Interesse daran, die zu retten. Ich meine, die sind quasi an 90% des gesamten Leids der Eingeborenen schuld. Also am direkten Leid. Die Telemed-Leute haben zwar auch was gemacht, aber die haben halt irgendwie... Zumindest sind die nicht ganz so brutal vorgegangen, auch wenn prinzipiell ihre Geistesschändung letztendlich wahrscheinlich genauso schlimm ist. Wie das, was die anderen gemacht haben. Ich meine, die einen haben halt irgendwie den Körper geschunden, die anderen den Geist. Also, pff, nimmt sich das nicht mehr. Mal gut, was der gute Gouverneur zu bieten hat. Der uns bis jetzt übrigens immer konstant angelogen hat, ne? Oh, wer seid ihr denn? Oh, ich werde hier einfach gleich direkt verhaftet in der Hauptkammer. Das kann natürlich auch sein. Was hat er eigentlich mit diesen Kopfkissen vor? Hallo, Gouverneur Bohan. Lord Desade, I've been hoping you would come. Lord Desade? Your Excellency, I heard news of the attacks against Hikmet. I am ashamed to once again rely upon your kindness. But our situation is quite desperate, and you have proven such a valuable aid to us in the past. How might I be of service to you? Animals, creatures have been attacking us relentlessly.
They throw themselves upon our defenses day and night. They do not even try to avoid our weapons, rushing as if to swamp us in infinite numbers. Our best soldiers fall exhausted from fatigue, the others die shredded by their claws. Please find the origin of these attacks and make them stop. If we cannot hold out, the entire population of Hikmet will be devoured. I sent a small group of trackers so that they might follow the trail of the creatures. Their last message came from a dangerous area in the hands of natives. The savages are certainly at the root of these evil attacks. Who else could have trained all of these creatures? Could you indicate the zone in question? Alas, no. I didn't get the information. You must meet their officer, who will know how to guide you there. She's leading our troops in the outpost at the entrance to the city. Very well. I shall depart immediately. Be so kind as to keep me informed. This affair is driving me to madness. Would you like to speak with me about any other subjects? Also, um es kurz zusammenzufassen. Look forward to seeing you again. Farewell, my lord. Warum auch immer ich jetzt Lord des Sade bin, ne? Ich glaube, zwischen Sir und Lord besteht noch ein Unterschied, oder? Naja, auf jeden Fall, was er gesagt hat, ist, dass sie kontinuierlich von wilden Tieren angegriffen werden, die in Wellen kommen, sich nicht mal von den Waffen wegducken. Und und seine Leute, das kippt mir entweder vor Erschöpfung, wo auch immer die ganzen Tiere auf Tierfradere herkommen. Also wenn wir ganz realistisch sind, so groß ist die Insel auch nicht. Und es gibt ja so und so viele Tiere pro Quadratkilometer. Selbst wenn wirklich alle Tiere der gesamten Insel kommen würden, müsste es trotzdem realistisch möglich sein, sie alle abzuschlachten, oder? Für moderne Waffen. Und sie haben ja zumindest schon Arkabusiere. Also das sollte eigentlich jetzt nicht das Problem sein. Na gut, auf jeden Fall meinte, die werfen sich alle rein. Hat sie auch irgendeinen Kommentar zum Thema? Do you need something? Ja, Einsicht? Ne, okay. I'm asleep. Na gut. Und auf jeden Fall, jetzt muss ich anscheinend mit einem dummen Offizier reden. Muss ich jetzt wirklich bis zu diesem dummen... Das ist auch saumäßig dumm, dass ich jetzt zu diesem dummen Lager da reisen muss. Naja, und auf jeden Fall, er weiß nicht, wo die Speer letztes gesehen wurden und wo der Ursprung ist, weil das liegt im gefährlichen eingeborenen Gebiet. Deswegen muss ich jetzt einfach mit Speer reden, weil das natürlich überhaupt nicht Außenposten nagelt, glaube ich. Die Frage ist, willst du sie alle abschlachten? Naja, wenn die da wie wild kommen, was willst du dann machen? Aber, oh, die haben aber tatsächlich einen sehr dunklen Schein. Die sehen tatsächlich sehr verflucht aus, ne? Ich habe das Gefühl, dass unser guter Konstantin ein bisschen effektive Viecher hat, oder? Die halten doch ganz schön viel aus. Ich habe keinen Mana für meinen AOE. Na gut, das würde zumindest erklären, warum ich den Speer umbringen musste. Die waren schon ganz schön heftig, die Viecher. Na gut. Unversehrtes Herz. Ach, wie schön. Ach, guck mal, die haben auch diesen schwarzen Rauch dran, ne? Das sieht mir nicht nach der normalen Naturmagie aus. Ah, ne, die Typen auch nicht, sondern die Viecher. Ja, ist das Hauptmann Reinhild noch im Leben? Ach, die steht da hinten noch einfach so rum, okay. Für die ist das gar kein Problem. You managed to make it through. A group of these enraged beasts managed to get past our defenses. Yes, we fought and defeated them. But how did they make it through? My men are exhausted. We killed some of them, but we were overrun. Our situation is getting more and more desperate. I don't suppose I need to warn you about the dangers of this road. Actually, that is why we're here. Governor Burren sent me. He wants us to find a group of trackers. And I hope that he'd sent you as reinforcements. Silly me. It looks like all we're good for is dying to protect his bloody city. But you wanted to ask me something. Ja, also sie meinte, es ist so schön, dass wir es durchgeschafft haben, weil sie sind so erschöpft, dass sind schon einige durchgekommen. Und sie dachte, wir wären als Unterstützung hier, aber stattdessen sind wir nur hier, um rauszukriegen, was ist, was Phase ist. Und jetzt will ich wissen, die Fährtenleser. Like I said, Governor Burren is hoping that I can find a group of trackers with your help. I'd like to see you try. Indeed, I was ordered to send out a party of scouts, which I did, despite our losses. They were supposed to find the bastard who's been sending us these critters. One of those savage sorcerers, no doubt. Can you tell me which way they went? Sorry, Your Excellency, I won't tell you anything until I receive some help. Dein you Ernst? Have to understand, I hope that these men are alive. They are also under my command. But those who are here with me now are my main preoccupation. And as we speak, they're dropping like flies. Not to mention the fact that if this outpost falls, there won't be much left to protect the city. So you can go and tell the governor that if he wants me to help you, he will have to help us first. What?
Also das ist ja großartig. Also sie stellt sich hin, sie sagt mir erst, also sie hat Speer geschickt, trotz ihrer großen Verluste, aber sie sagt mir erst, wo die sind, wenn ich ihr mit Verstärkung helfe, weil zwischen diesen Außenposten und nichts gibt's denn, zwischen und der Stadt gibt's denn nichts. Das frage ich mich aber ernsthaft, warum die sich nicht einfach in ihre Stadt einbunkern. Die hat so hohe Mauern, da kommt doch kein Tier jemals rüber. Naja, gut, auf jeden Fall. Also, ich würde jetzt in der Situation sagen, ja, dann nicht. Denn kümmere ich mich halt um andere Probleme. Würde ich jetzt noch beim Gouverneur mal kurz vorbeiklingen und sagen, hier, unkooperativ, was weiß ich, ist mir auch real, ich muss nach Telemé, nach San Mateos, die haben auch Probleme. Also ganz ehrlich, ich bin hier nicht dein Kindergärtner. Wenn deine Leute sich hier schiefstellen wollen und irgendwie dumm nicht mehr helfen wollen, für das, was ihr von ihr Leben von abhängt, ihre Wahl, dann sterben sie halt alle. Ist mir richtig doll egal. Tschüss. Naja gut, ich versuch's mal mit Charisma. Sie vom Endangriff überzeugen? Das ist dann eine Lüge, oder? I understand that your situation is desperate. That you want to take care of what appears most urgent. But it's not simply about me saving a few men. It's about stopping these attacks once and for all. By getting to their root cause, I intend to put an end to it. And then any help you hope to receive won't be needed any longer. You're right. I'm sorry, these attacks have made me lose my nerve. I don't know what I'm saying. They went towards the west, where the rebels are most numerous. Are you talking about the Danae Exrigal? If you like. The governor is certain that these savages are behind the attacks. So I sent my men to find their camp. This isn't the first time that we've tried to find them. But now our survival depends on it. I see. Well, thank you, Captain. I'll try to find your man and put an end to all this. Good luck. And if my men are alive, send them back here, will you? You can count on me. Ah ja. Die verschwundene Fracht. Could you tell me again what it is that you... If you can bring it to me, we would... Do you know where this... From your city, New Serene. It must... Very well. The three of you, please. We're departing... Okay, das ist I must go. Goodbye, Eric. Okay, gut, das war das Ding. Also sie sagt, wir haben jetzt damit argumentiert, hallo Steph, dass wenn wir hier nicht irgendwie mal langsam die Attacken bremsen, dann werden immer neue Angriffe kommen und dann sind die paar Leute, die wir jetzt hier mit ein bisschen Verstärkung retten, überhaupt keinen Unterschied und das ändert auch nichts. Und es geht hier ums große Ganze und dann hat sie das eingesehen und deswegen sind wir dann, konnten wir denn doch davon überzeugen, hilft dem Außenposten, finde ich Spiel. Was soll ich dann mit dem Außenposten noch machen? Den Außenposten finden die Speer? Nö, ich will den Außenposten nicht helfen. Wo wäre denn Hilfe den hilft den Außenposten? Achso, das da vorne ist noch was? Okay, warte mal, dann renne ich da mal kurz hin, guck mir das mal an, aber was auch immer das bringen soll. Achso, das könnte ich wahrscheinlich, das hätte ich wahrscheinlich machen können, wenn ich sie nicht überzeugt gekriegt hätte. Ja, das ist aber irgendwie, da stellt sich so ein bisschen die Problematik in ihrer verteidigbaren Position an, oder? Weil die Wände und Türme, die sie haben, gehen anscheinend irgendwie davon aus, dass sie genug Munition haben, um alle Gegner zu bremsen, die sich nähern. Das ist doch irgendwie eine schlechte Verteidigungsanlage denn, oder? Nee, ihr habt nochmal eine eigene Quest, was wollt ihr nochmal? Der Außenposten? Soldiers, are you the ones who are supposed to help me search for the caravan? Yes, your excellency. Die Karawane. We're ready to leave as soon as you wish. Okay. I'm ready. Let's go. We'll follow you. Hört, das sind irgendwelche Leute, die bei der Suche nach irgendeiner Karawane helfen soll? Also ich glaube, ich habe mir das Gefühl, dass das jetzt irgendwie so dezent verbuggt, der Teil der Quest. Ach nee, weil die sind auch wieder hier. Okay, das hängt wahrscheinlich damit zusammen. Aha. Noch mehr kaputte Viecher, noch mehr kaputte Viecher. Und jetzt hier, wir biegen ab und wir finden... There are tracks of a heavy carriage. They must belong to our caravan. Let's take a closer look. Aha. Okay, anscheinend verbringen wir jetzt wichtige Zeit, damit eine Karawane zu verfolgen. Also erfahrungsgemäß sind die Leute nicht am Leben, die Karawane begleiten. They must all be dead. I'm more worried about the potions. If they're broken. Heile ich meine anderen Begleiter nicht? Oh, ich heile alle vier. Das ist ja lustig. Also, der eine Typ macht sich halt Sorgen um die Leute, die in der Karawane dran kleben. Und sie macht sich mehr Sorgen um die Heiltränke, die damit zusammenhängen. Also in diesem Fall sind es noch vier, ne? Oh. Meine Leute machen ja gar keinen Schaden, ne? Schon ein bisschen lächerlich, meine ganze Gruppe macht. Die haben gerade alle auf das eine Vier aufgezogen, ne? Oh.
Problem ist schon... Schon ein anderer Schwierigkeitsgrad. Es ist natürlich auch sehr ärgerlich, dass die jetzt hier unterschiedliche Leute hauen. Das ist hier eigentlich seine Richtung, der ist voll. Ja, wie die AOE-Kampfweise, die ich normal so in den Tag lege, ist, glaube ich, irgendwie effektiver. Ich weigere mich, irgendwelche Tränke zu trinken. Ich habe nur noch 32 Stück. Jetzt hätte ich mir alles mit einem Stun um. Ja. Außerdem des Kampfes ist meine Mana-Regeneration einfach besser. Die haben alle diesen schwarzen Rauch dran. Ja, wahrscheinlich können mir die Donner Eskrivale wahrscheinlich sagen. Das war eine richtig große Kammer, dass die Natur selbst hier verflucht ist. They're all dead. They were torn to shreds. Sie wurden ein Stück gerissen. Aber die Fracht ist noch da. Like it's in good condition. As for the carriage, it's damaged. And without it, we'll have a hard time transporting this to the outpost. Do any of you know how to fix it? There's a lot of work, but I shall be able to do it. It'll take some time, though. The beasts may come back at any moment. Make it quick. I'm starting right away. And don't worry. We'll protect you as long as necessary. Jetzt kommt ja noch eine Karren-Beschütz-Quest. Also er meint, ohne Karren können wir das Ding ganz schlecht zurückrollern, aber... er beeilt sich schnell und dann wird das schon was. Ist aber diesmal kein großes dabei, oder? Doch, ist wieder ein großes. Seora, das ist jetzt extrem doof. Also kann ich hier nicht effizient AOEs benutzen. Warum? Was war das denn gerade? Warum kann eigentlich niemand außer mir diese... Diese Stun-Magie. Die ist schon recht praktisch, ne? Die kann hier einfach keiner. Ne, ich fange mal an. Ich fange jetzt einfach mal an, ein paar Pots zu kriegen. Wie wird das hier noch? Ja, die großen Viecher sind schon irgendwie anstrengend. Ich hebe mir halt die ganze Zeit meinen vollen Crit-Balk auf, weil ich eigentlich diesen AOE benutzen möchte. Aber der wird halt erst ab zwei Gegnern effektiv. Drei. Oh, und dazu kommen wir hier einfach nicht, ne? Alter. So war das alles, oder kommt noch mehr? Muss auf jeden Fall noch Rüstung wieder erstellen. So. Vielleicht kommt noch mehr, oder? Bis mein Mana wieder da ist. Oder war es das schon? Kurz ein Angriff abwehren und gut ist. Ich meine, es gibt hier noch einen anderen Kanal, wo die Leute herkommen können. Naja, es kommen natürlich noch mehr Viecher. Ach Mann, wie es wieder nicht alle erwischt hat. So dumm. See if you can ward off this faint. Take a potion if you want to cast more spells. I need healing. Okay, das ist tatsächlich eine Adrenalin-Skill, die man auf alles machen kann. Oh, Vasco und Ding sind beide down? Oh. Aber hey, meine Leute sind wieder da. So, war's das jetzt? Das zieht sich hier ganz schön lange, diese Angriffe. Hätte ich gewusst, dass es hier so ein Politikum wird, hätte ich das eher nicht gemacht. Dann kommen direkt die nächsten. Oh. Ja, ich muss hier auf Malarek warten, Freunde. Was zwei große diesmal. Das ist schon heftig jetzt. Das ist aber glaube ich auch noch einer. Nur drei.
Aua. No magic here. Drink a pot. Close to is a witness, Kiri. Das große Tier ist ja auch fast doch. Ach, das eine große Tier hat sich wohin festgehalten. Das ist natürlich auch praktisch. Dann bleibt das jetzt ja so. Bis ich Vasco wieder voll geheilt habe, vergeht ja auch eine halbe Ewigkeit. Hey, ich bin wieder mit von dem ganzen Rumgeballer hier. Das macht mich jetzt kein bisschen stärker, aber yay. Das war fast knapp. Wenn ich gerade nicht aufgepasst hätte, wäre ich gerade beinahe gestorben, ne? So, haben wir es denn? Oder kommen noch mehr Viecher? Die großen hier, die haben auch diese... Also wie gesagt, das ist, wie viele große Viecher kann es geben? I did what I could, but it should hold. And now we'll have to drag it all the way to the outpost. Let's depart before more beasts arrive. Ah, ja. Here you are. I don't know how to thank you. Our cargo has finally arrived. With this ammunition, we'll be able to hold back the assaults, and the medicines have already given a boost to three of my men. It wasn't an easy task, so I'm pleased that all this has been useful to you. Here, take this. This is all I can offer to thank you, but I give it gladly. Thank you, Captain. Ah ja, okay, gut. Das hat mir tatsächlich nochmal bei der Brückenallianz gegeben, das Ding. Und vor allem, weil ich es komplett optional gemacht habe. Na gut, das war also das. Hat wie gesagt länger gedauert als gedacht. Das wollte ich jetzt gar nicht, dass sich das so in die Länge zieht. So, dann kümmern wir uns darum, erstmal rauszufinden, was die eigentliche Ursache für all das Elend hier ist. Und das alles dann beim nächsten Mal.